es immer wieder. Herzlich willkommen zu Teil 4 vom Eurovision Song Contest Halbfinale 2. Und in dem Zusammenhang sage ich doch einfach mal, Grüezi Switzerland! Ich glaube, dass Andi gleich einen Apollo-Witz machen wird, deswegen mache ich ihn nicht. Hast du einen vorbereitet? Nee. Gut. Switzerland, we have a problem. Auch hier hatte ich wieder das Gefühl, man kennt den Song, ich habe lange überlegt, also mir war relativ klar, dass es ein Jesse J. Song ist. Tötet sich, wenn ich nebenbei was lese? Nee, also, mach ruhig. Okay. Geh ruhig raus in der Zeit. Also ich glaube, das ist ein Jesse J. Song und das ist Nobody's Perfect. Das ist I can't never let you down. Jetzt hast du ihn auch wieder gut in meine Erinnerung gebracht. So habe ich ihn auch in Erinnerung gebracht. So hast du ihn doch bestimmt auch aufgeschrieben. Ja. Und Justin Timberlake. Ach nee, Tim Bell Apollo, ja. Hat ein bisschen gedauert bei ihm, ist nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Wie touchy ist die Sau. Ja, ich glaube, du brauchst es heute. Ich habe geschrieben, es ist ein stabiler Song, aber nichts mehr weiter aufgeschrieben. Aber dadurch, dass du mir jetzt wieder in Erinnerung geführt hast, weiß ich jetzt wieder, worum es geht. Findest du ihn jetzt richtig scheiße? Ich finde ihn dennoch stabil, ja. Reicht auch schon, was du gesagt hast. Danke. Ach so, nee! Ich habe noch was zu sagen. Nee, Chance weg. Nein, ich habe noch was zu sagen. Das ist natürlich wieder eine Frau in der Mitte und ich wollte fragen, ob ich habe es mir aufgeschrieben, ich konnte es aber selber nicht mehr lesen, meine eigene Schrift. Hat die Schweiz irgendwie so ein Céline Dion-Komplex-Ding? Dass sie immer eine Frau in die Mitte stellen und dann immer sie so ein Céline Dion-Hymne? Es ist kein Popsong, es ist eine Hymne, finde ich. Liebe Schweizer, kommentiert doch bitte hier drunter, ob ihr einen Céline Dion-Komplex habt. Dobri den Belarus. Ja, Weißrussland mit dem Song Historia Majuscitia von Batman. Geiler Song, richtig cool in Landessprache oder Fantasiesprache. Also ich glaube, man weiß es nicht. Ich glaube, es ist Landessprache. Hat mir sehr gut gefallen, Mann-Frau-Duett. Passt ja auch immer gut zum ESC. Vermisse ich auch ein bisschen, aber Weißrussland bedient meine Bedürfnisse in dieser Hinsicht, ja. Und das ist nicht leicht. Aber Weißrussland schafft es diesmal, hat unser großer Staatschef aus Weißrussland hat es gut ausgewählt, wer antreten durfte für sein Land. Und deswegen finde ich sehr gut. Guter Song, macht Spaß, irgendwie geht hin und her, die laufen durch den Wald, dem einen fällt der Hut runter. Und weißt du was, er läuft trotzdem weiter. Er macht Nein. nicht einfach so einen Schnitt wie wir ständig rein, so wenn was nicht funktioniert, sondern er macht einfach... Ich finde auch, es ist ein gute Laune-Song, ist sehr energetisch, hat ein bisschen was Afrikanisches sogar drin. Afrikanisches? Finde ich. Ja. Weißrussland mit Afrika bringt man doch häufiger in Verbindung. Ja. Gefällt mir. Dobudan, Bulgaria. Bulgarien mit einem sehr ruhigen Song, Beautiful Mess, wie ich dich auch nachts liebevoll immer nenne. Tolles Lied, finde ich. Mhm. Ich glaube, es ist auch einer der Mitfavoriten. Ach ja? Munkelt man. Oh. In meinen ESC-Chatrooms und so, wo ich mich ein bisschen... Ich dachte, du sagst ESC-Darkrooms. Ist schon mit oben dabei dieses Jahr wieder. Nachdem ich letztes Jahr Bulgarien auch so toll fand, haben sie dieses Jahr wieder abgeliefert. Hübscher Typ, ähnlich wie du. Dunkelhaarig und... Davon lass ich mich nicht beeindrucken. Wird ein guter Startplatz, wird ein guter alles. Vor allem habe ich dich jetzt so konditioniert, dass wenn du den Song hörst, denkst du an meine Zunge an deinem Hals. Gerardina Litauen. Fused Mark mit Reign of Revolution. Was für ein klangvoller Name für einen Lituanen. Er ist übrigens auch bei Australien gerade wieder angekommen. Howdy! Ich habe mich tierisch gefreut bei dem Halbfinale, dass ich wirklich stark finde, dass endlich mal wieder ein Song kommt, der richtig scheiße ist. Mhm. Ich finde ihn alt, ich finde ihn langweilig, ich finde ihn nervig, ich finde ihn nicht gut gesungen. Ich erkenne in dem ganzen Lied keine Melodie. Ich sage es jetzt in einem... Ich dachte gerade, du erzählst, wie du mich findest. Nein. Aber ich fasse dieses Lied in einem Geräusch quasi zusammen. Bäh. Tere Pevast Estland mit dem wunderschönen Song Verona fällt. Ja, Verona ist, wie man an dem Namen schon schwer erkennen kann, so eine, finde ich, eine ganz typische ESC-Pop-Ballade, die dann aber relativ schnell dann doch wieder peppig wird. Es ist sehr viel Hall in den Stimmen drin, damit es alles epischer wirkt, was auch wieder zu diesen großen Auftritten vom ESC passt. Ja. Ich finde, jedes Jahr ist mindestens ein so ein Song beim ESC dabei. Und das sind so für mich tückische Lieder, wo ich sage, eigentlich nicht, aber
es funktioniert dann beim ESC doch wieder. Das sind so kleine Räuberchen. Mhm. Messerscharfer Verstand von Herrn Chris. Gratulation. Der gute Herr Chris. Ich gehe mit deiner Expertise d'accord. Das hast du schön gesagt. Ja, bitte. Shalom an unsere Freunde aus Israel. Sehr guter Song, hat einen guten Aufbau, hat einen guten Refrain, stabile Nummer. Jedes Jahr Israel eigentlich immer gut dabei, hat aber dann irgendwie dann doch nicht die Lobby, dass sie Punkte kriegen aus ganz Europa, aber insgesamt immer ein guter Song, finde ich. Außer jetzt damals Dana International natürlich. Ey, das war doch mal was Geiles. Sie hat gewonnen. Ja. Geil. Ja? Das Lied schreit nach irgendeiner Videoleinwand mit kleinen Figuren, die da rumlaufen. Ich glaube, an dem Abend funktioniert es richtig gut. Mhm. Ist halt so ein Song für eine fette ESC-Party. Ja, war das nicht nett von uns, dass wir euch alle 18 Lieder vorgestellt haben? Aber wollt ihr wissen, welche 10 Lieder garantiert ins Finale am Samstag kommen? Dann klickt hier auf die Verlinkung und gleich geht's weiter. Bis gleich.